Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Es sind wichtige und schöne Fragen. Und wir bedanken uns für diese Fragen, weil die Antworten sind wichtig. Wir Menschen müssen etwas daraus machen, versuchen, etwas daraus zu machen. Allah, der Herr, hat die Welten erschaffen und diese Erde erschaffen und hat uns in diese Welt hineingeschickt hier, damit wir lernen, wie man ein richtiger Mensch wird. Ein richtiger Mensch zu werden bedeutet hier, dass man weiß, wie man mit sich selbst, mit seinem Schöpfer und mit der Natur umzugehen hat. Das heilige Buch der Koran ist eine Anleitung fürs Leben. Es gibt im Koran auf alles eine Antwort. Von der Wiege bis zum Grab, von Grabe bis Wiederauferstehung und jüngster Gericht hier, du findest da alle Antworten auf alle Fragen. Und der Herr sagt hier, schaut euch die Erde an, schaut euch die Himmel an, schaut euch meine Geschöpfe an und macht euch Gedanken. Sayyidina Muhammad kam vor 1500 Jahren als allererster Umweltaktivist und sagte zu uns hier, oh ihr Menschen, oh ihr Gläubigen, ein Muslim hat zu sein, barmherziger mit der Natur, ein barmherziger mit seinen Nächsten zu sein. Wenn er einen Dorn oder einen Stein auf der Straße liegen sieht, dann soll er das hier wegräumen, damit andere Menschen oder alte Menschen sich nicht daran verletzen. So eine Barmherzigkeit und Freundlichkeit Menschen gegenüber und Umwelt gegenüber. Und er sagte hier, und wenn die Apokalypse kommt, wenn es der Tag der Apokalypse ist, so pflanze einen Baum ein, gib die Hoffnung nicht auf und schenke der Natur Leben. Pflanze einen Baum ein, sagt er, wenn das nicht naturfreundlich ist. Und er sagte, und wenn du dich waschen tust hier für dein Gottesgebet an einem Fluss, verschwende das Wasser des Flusses nicht, denn Verschwendung ist Haram. Verschwendung ist verboten. Du sollst mit der Natur freundlich umgehen und barmherzig umgehen, denn alles hat ein Wesen und alles hat eine Seele. Und wenn wir lernen hier nicht so gut wie möglich, sondern so viel wie nötig aus der Natur zu nehmen, dann können Milliarden von Menschen in dieser Welt weiter existieren und davon profitieren, weil wir können dann unseren Kindern auch hier eine fruchtbare und freundliche Umwelt hinterlassen. Also nicht nur an uns selbst denken, weil wir sind nicht auf ewig in dieser Welt, sondern nur für einige Tage, 3 Tage sind wir in dieser Welt. Und das nicht, um alles zu nehmen, was wir können von dieser Welt. Nein, dass wir lernen, wie wir uns unserem Herrn zu nähern haben. Und wir können uns unserem Herrn Schöpfer nähern, indem wir barmherzig und freundlich mit unseren Nächsten umgehen. Und unser Nächster ist der Mensch, der andere Mensch und auch die Natur gehört zu unserem Leben, unserem wichtigsten Lebensbestandteil, die Natur. Und wenn du einen Baum fällen musst, um dir ein Haus zu bauen oder um dich zu heizen, dann unter diese eine Bedingung pflanze einen anderen Baum ein, damit nichts in der Natur fehlt, dass du nichts der Natur weggenommen hast und dem Gleichgewicht hier der Natur zerstört hast. Du musst wenn du einen Baum genommen hast, dann schenke einen Baum dieser Natur, damit alles im Gleichgewicht bleibt und fruchtbar ist. Fruchtbar für uns, fruchtbar für unsere Generation nach uns. O ihr Menschen, nehmt nicht so gut wie möglich aus der Natur, sondern so viel wie nötig, damit wir umweltfreundlich sind. Und ein Muslim zu sein bedeutet, 24 Stunden ein Umweltaktivist zu sein. Er hat alles, um ihn herum reinzuhalten. Und das fängt schon an mit der spirituellen Waschung, mit der Meditation. Wir haben Pflichten und die größte Pflicht ist, dass wir unser Herzen reinigen, unsere Gedanken reinigen.
Und dann, dass wir unser Körper reinhalten. Fünfmal am Tag waschen wir uns Muslime vor dem Gottesgebet. Fünfmal am Tag müssen wir uns waschen, damit unser Körper hier nicht stinkt, damit wir unserem Körper gegenüber umweltfreundlich sind. Dann unsere Kleider müssen sauber sein. Unsere Kleider müssen sauber sein, rein sein, unser Körper muss rein sein, unser Gedanken, unser Herz muss rein sein. Und dann unsere Natur, die Natur in dieser Welt muss rein sein. Halbe Glaube im Islam ist Reinheit. Reinheit in der Natur, Reinheit im Wesen, Reinheit in Gedanken. Und wenn das nicht umweltfreundlich ist, der Muslim ist der Umweltaktivist und ein Muslim muss der Umweltaktivist sein. Und ein Muslim ist der, der seinem Schöpfer ergeben ist. Und das ist der Christ, das ist der Jude, das ist der gläubige Mensch, der barmherzig und freundlich mit der Natur und mit den anderen Menschen umgehen kann. Das ist ein Muslim. Sonst ist niemand ein Muslim. Wenn jemand barmherzig und freundlich ist mit den anderen Menschen und mit seiner Natur, mit dieser Welt, mit der botanischen Welt, mineralischen Welt, tierischen Welt, dann ist er ein Muslim. Nicht anders. Mögen wir gesegnet sein und unserem Herrn nah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.